Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Geschichtenzeit. Ich habe euch heute ein neues Buch mitgebracht und das heißt Felix und sein Monster. Ich habe auch ein kleines Monster dabei und wenn ihr jetzt wissen wollt, ob das große Monster böse ist oder vielleicht auch gar nicht, dann bleibt dran. Felix und sein Monster. Felix ist noch ganz verschlafen. Er hat eine blöde Nacht hinter sich. Er hat geträumt, dass ihn die Kinder im Kindergarten auslachen. Angsthase, hat Paul gerufen und Lara hat sich vor Lachen gekringelt. Leider hat Paul ein bisschen recht. Felix denkt oft, dass irgendwo etwas ganz Unheimliches lauert. Seine Schwester Lotti weiß davon noch nichts. Sie ist einfach nur neugierig und krabbelt furchtlos auf ihre Entdeckungstouren. Felix macht sich auf den Weg in den Kindergarten. Der ist gleich um die Ecke. Genau heute muss sie natürlich auch noch die Katze erschrecken. Felix ärgert sich. Eigentlich weiß er, dass die Katze oft auf dem Baum sitzt. Aber er zuckt jedes Mal zusammen, wenn sie so von oben faucht und ihn böse anfunkelt. Später draußen im Kindergarten ist Paul der Held. Felix würde auch gern mal richtig wild schaukeln, aber er traut sich nicht. Was, wenn dann alle lachen, wie in seinem Traum? Zu Hause hört er Stinker, den Hund von Herrn Krautwurm, wie verrückt kläffen. Wuff, 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 wuff. Auch das noch. Papa sagt immer, der kleine Stinker will nur alle begrüßen. Felix sieht das aber ganz anders. Zum Glück wird er jetzt an der Leine gezogen. Stinker, ist gut, das ist doch nur der Felix, brummelt Herr Krautwurm aus der Wohnung. An Stinker ist Felix heil vorbeigekommen. Puh, zum Glück. Mama ist zu Hause, sie kümmert sich um Lotti und winkt ihm aus dem Wohnzimmer zu. Felix geht in sein Zimmer. Er ist wütend, auf alles und jeden, aber am meisten auf sich selbst. Etwas steigt in ihm auf, unaufhaltsam. Er schnappt sich ein großes Blatt Papier und Farbe und dann kleckst und malt er wild drauf los. Und plötzlich steht da das Monster, das er gerade gemalt hat, direkt neben ihm. Es lacht, dass die Wände scheppern. Ein Supermonster hast du da gemalt? Felix erstarrt und hält vor Schreck den Atem an. Allerdings, brummelt das Monster, sieht es ziemlich gefährlich aus. So gefährlich, dass einem ja Angst und Bange wird. Felix atmet ganz tief ein. Ja, bist du denn gar nicht gefährlich? Fragt er überrascht. Pah, nie im Leben, erwidert das Monster. Ich bin dein Freund. Wir gehören zusammen. Das haut Felix fast um. Wollen wir toben? Fragt das Monster. Ohne lange zu überlegen, springt Felix auf und klammert sich an den struppigen, warmen Pelz. Er ist überglücklich. Sie toben so lange herum, bis der Mond ins Zimmer scheint. Irgendwann werden sie ganz müde. Felix kuschelt sich an seinen großen, flauschigen Freund und schon bald schnarchen sie um die Wette. In dieser Nacht schläft Felix tief und fest und ganz beschützt in den Armen seines Monsters. Am nächsten Morgen ist das Monster auch noch da. Felix springt aus dem Bett, mutig reißt er seine Kleiderschranktüren auf. Der Weg zum Kindergarten, der ist heute ein Klacks. Und heute traut er sich auch zum ersten Mal, monstermäßig viel Schwung zu nehmen. Er saust auf der Schaukel durch die Luft und fühlt sich wunderbar leicht. Als Stinker im Hausflur wieder sein Gebell anstimmt, bleibt Felix stehen. Vielleicht hat Papa ja wirklich recht. Vorsichtig schnuppert Stinker jetzt an Felix' Hand. Es kitzelt sogar ein bisschen. Herr Krautwurm guckt lächelnd aus seiner Wohnung
und Felix grinst zurück. Wieder in seinem Zimmer angekommen, flüstert Felix: Monster, wir sind ein Superteam. Das war die Geschichte von Felix und seinem besten Freund, einem Monster. Liebe Kinder, bestimmt habt ihr auch vor etwas Angst. Aber vielleicht habt ihr ja auch einen kuscheligen Freund zu Hause, der immer für euch da ist. Mein grünes Monster jedenfalls passt auf euch alle auf. Nicht wahr? Geschrieben hat die Geschichte übrigens Henrike Wilson und wir danken dem Gerstenberg Verlag, dass ich euch die Geschichte vorlesen durfte. Und jetzt? Tschüss, bis zum nächsten Mal!